Ein schweres Unwetter hat sich am Samstagnachmittag im Saarland direkt nördlich von Saarbrücken entladen. Starkregen überflutete Straßen und ließ kleinere Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Besonders betroffen war das Sulzbachtal. Gewaltige Wassermassen ergossen sich durch die heftigen Regengüsse innerhalb kürzester Zeit vom Himmel. Anschließend schossen die Regenfluten durch Teile der Stadt Sulzbach. Viele Straßen und Wege wurden zu reißenden Strömen. Das Wasser drang in zahlreiche Häuser ein und überschwemmte Garagenhöfe und Vorgärten. Teilweise standen die braunen Fluten dort über einen Meter hoch. Die Sachschäden durch das Unwetter sind enorm. Auch ein Lebensmittelmarkt wurde großflächig überflutet. Die Feuerwehren der Umgebung und das technische Hilfswerk waren bis tief in die Nacht damit beschäftigt, die betroffenen Häuser leer zu pumpen und erste Schäden notdürftig zu beseitigen. Insgesamt zählten die Rettungskräfte rund 350 Einsätze. Die Menschen vor Ort reagierten geschockt auf das Unwetter, das so plötzlich auf Sulzbach hereingebrochen war. Der Kanal ist wieder übergelaufen vom Loch Wiesbach. Der Kanal hat es nicht gepackt. Und es ist wieder wie 2009 alles überschwemmt und noch viel höher wie damals. Die Kelleretage ist komplett dicht und von unserem Nachbar hier sogar ohne das Bad ist alles überschwemmt. Und also es sind sehr hohe Schäden.